Ein hübsch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe wieder Post bekommen. Ich habe ja schon bereits angekündigt, dass ich gerne ein Double Unpacking machen wollte. Das Problem ist bloß Amazon. Amazon ist irgendwie nicht der Meinung, mir meine Sachen zuzuschicken. Also ich habe sie Samstag früh bestellt und sie sind immer noch nicht versandt worden. Ich hatte gehofft, es kommt heute. So wie es aussieht, wird es heute nicht kommen. Deswegen gibt es kein Double Unpacking, sondern wieder jedes Paket für sich. Es kommt also die Tage. Noch ein Video mit einem Amazon-Päckchen. Jetzt aber erstmal ein Anytart-Karton schon wieder. Ich habe ja gesagt, letzten Monat, als ich das Video gedreht habe, habe ich gesagt, ich werde die anderen neuen Düfte werde ich auch noch bestellen. Und zwar nächsten Monat. Und das war jetzt soweit. Ich liebe diese Folie. Finde ich voll cool, voll beruhigend. Ja, gut. Es sind 18 Stück, ich habe sie schon aufgemacht, ich habe schon dran gerochen und zwei Düfte davon habe ich sogar schon brennen gehabt. Ja. Wir fangen dann einfach mal an. Warte mal, es ist hier ein bisschen was durcheinander geraten. Weil ich hatte ja gestern Abend Besuch und da habe ich meiner Freundin und ihrem Freund alle Dufttarts gezeigt oder die meisten und mal dran schnuppern lassen, weil die beiden mögen das auch, also sie und sogar ihr Freund macht sowas auch. Und ja, der gehört hier nicht rein, der kommt hier in den Karton. Ich habe hier nämlich vor mir meine erste Annie-Bestellung, den Karton, meine ganzen Genki Candles und den Karton, den ich euch jetzt vorstelle. Ja, und wir fangen einfach an, das gehört hier auch nicht rein. Ist ein bisschen durcheinander geraten gestern Abend. Ich habe mir ein letztes Mal den Duft Child bestellt. Child habe ich jetzt meiner Freundin mitgegeben und ihrem Freund, die fanden den auch ganz toll. Ich habe sie vorgewarnt, weil als Child an war, fand ich ihn nicht mehr so toll. Habe aber mich dann trotzdem entschieden, Newborn Baby zu bestellen. Das sind so eine blauen Engel und weiße Sterne. Und hier haben sie auch gesagt, also ich kann jetzt auch immer sagen, was die beiden dazu gesagt haben. Ich habe auch gesagt, es riecht nicht schlecht, aber man kann nicht sagen, wonach es riecht. Und dann meinte ihr Freund auch nur, die anderen Düfte gefallen ihm besser, weil die natürlicher sind. Der Duft ist ihm hier zu unecht. Er kann nicht erkennen, wonach Newborn Baby riechen soll. Und er hat leider wirklich recht. Also es riecht auf jeden Fall im Großen und Ganzen nach Weichspüler oder Waschmittel. Ich muss dazu sagen, dass ihr das jetzt in diesem Video des Öfteren hören werdet. Denn da sind ganz viele Weichspüler und frische Wäschedüfte drin. Also wenn ihr sowas mögt. Ein sehr dezenter Duft, aber leider nicht genau beschreibbar. Man kann nicht so genau sagen, wonach er riecht. Der absolute Lieblingsduft aus dieser Bestellung von den 18 Tarts. Sie riechen alle mehr oder weniger gut, also ich mag sie alle, ich werde sie alle anbrennen. Aber das ist einer meiner Lieblingstarts und zwar ist das Country Garden. Das sind so zwei grüne Schmetterlinge und die glitzern. Die liebe Doris hat übrigens die Tarts jetzt in Zipbeutel verpackt und darauf ihr Klebchen gemacht. Das heißt, wenn ihr keine Zipbeutel zu Hause habt, könnt ihr trotzdem bestellen, weil die liebe Doris verschickt es jetzt so, weil sie anhand unserer Videos gesehen hat, dass wir so unsere Dufttarts aufheben. Und Country Garden ist auch eigentlich ein Duft, den ich nicht so wirklich beschreiben kann. Er riecht für mich nach, also nicht, dass er so riecht, aber ich assoziiere damit die folgenden Sachen. Also so, ich rieche Äpfel, ich Tee, gemütlich zu Hause auf der Couch sitzen, eine Kuscheldecke oben drüber gelegt und irgendeinen schönen Film gucken oder Kuchen backen dabei. Während draußen im Garten vorm Haus die frische Wäsche auf der Leine durch den Wind vor sich hin weht und der Duft in die Wohnung mit reingeweht wird. Ich finde den total gemütlich, den Duft. Da ist auch eine Hauch Vanille dabei. Aber ich könnte jetzt schon wieder wetten, wenn den irgendeiner nachbestellt und dann in
den drin, daran riecht, da würden bestimmt einige sagen, es riecht ein bisschen nach Klostein. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde das so ein gemütlicher Duft. Dann habe ich bestellt Toasted Marshmallow. Das sind zwei so eine Brownie-Formen. Und der riecht sehr intensiv. Also da werde ich wieder die Hälfte nur von benutzen. Der riecht sehr intensiv und sehr karamellig. Allerdings riecht er nicht nach Toasted Marshmallows, sondern er riecht nach Karamell-Cappuccino, haben wir gestern Abend beschlossen. Und es stimmt wirklich. Also es riecht, wenn nicht nach Cappuccino, riecht es auf jeden Fall nach Kaffee. Keine Ahnung. Riecht gut, sehr intensiv. Ein sehr warmer Duft. So, der gehört hier auch nicht rein. Dann ein anderer, das ist kein Anytart, sondern ein Mini-Melt. Die gibt es auch, ist eine Extra-Kategorie. Und da habe ich mir diese drei Herzchen bestellt und der nennt sich Schneeballschlacht. Und der Lieblingsduft auch mit Country Garden aus dieser Bestellung für mich, liebe Doris. Kannst aufatmen. meine Freundin und ich, wir beide mögen, also wenn es einen Tart geben würde, der nach Chinaöl riecht, dann würden wir den in großen 620 Gramm oder 604 Gramm Gläsern bestellen und wir würden dafür viel, viel Geld ausgeben, weil wir lieben diesen Erkältungsduft, so dieses Vic Vaporub, Chinaöl, Eukalyptus, sowas lieben wir. Und das ist auch der Grund, warum ich den bestellt habe. Es sind drei Herzen drin, also meine Freundin hat keinen abbekommen. Dafür hat meine Freundin gesagt, sie wird mit ihrem Freund demnächst auch mal bei Annies bestellen. der riecht nach Eukalyptus, Pfefferminze und ein Hauch von Vanille, aber nur ein Hauch. Den mache ich heute Abend mal an. Ich hoffe, er ist, wenn man ihn anmacht, ein bisschen intensiver. Das hoffe ich, wenn ich das heute Abend mal ausprobiere. Aber ansonsten riecht er wirklich so Chinaöl. Herrlich. Oh, kann ich eigentlich genug von kriegen. Also, liebe Doris, du hast mich ja noch warnen wollen. Du hast mir noch geschrieben, Steffi, ich glaube nicht, dass dir Schneeballschlacht gefällt. Ich liebe Schneeballschlacht. Ich liebe Schneeballschlacht. Und jetzt sind die Herzen auch so schön angeordnet. Ding, ding. Ja, ich werde heute Abend mutig sein und kein Herz brechen. Sowas mache ich nicht. Ich werde ein ganzes Herz vernichten. Und mal gucken. Ich hoffe, er riecht intensiver als aus der Tüte. So, dann habe ich einmal Dragon Blood. Das sind ursprünglich drei grüne Herzen, Sterne. Ich und die Herze. Drei grüne Sterne. Einen habe ich schon angemacht im Bad. Dragon Blood ist Blood. Ist ein Duft, den ich nicht beschreiben kann, wonach er riecht. Ich kann es nicht sagen. Ist aber für mich definitiv ein angenehmer, gemütlicher Badezimmerduft. Also es ist kein Klostein-Badezimmerduft, sondern ich kann ihn mir einfach nur nicht im Wohnzimmer oder in der Küche vorstellen. Er ist ein bisschen warm, ein bisschen frisch und ich fand ihn im Badezimmer für mich einfach perfekt. Der riecht nach irgendeiner Blume. Ich kann es nicht so wirklich sehen. Ich habe keine Ahnung von Blumen. Ist alles unecht, was hier rumsteht. Ich meine, das schon mal gerochen zu haben, aber ich habe keine Ahnung. Aber mir gefällt Dragon Blood. Für manch einer könnte es vielleicht auch was fürs Schlafzimmer sein. Mein Wohnzimmer ist mein Schlafzimmer. Von daher würde ich es hier nicht anmachen, weil ich möchte nicht im Wohnzimmer sitzen mit dem Duft. Aber im Badezimmer fand ich sehr gut. Dragon Blood gefällt mir wirklich, wirklich, wirklich gut. Bei welchem ich mir ein bisschen unschlüssig bin, ob er mir gefällt oder nicht, ist Snuggable, heißt der. Das sind so eine Rosen, Seerosen oder so, was das sein soll. Keine Ahnung, ich habe wieder keine Ahnung von Blumen. Ich weiß nur, entweder sind sie schön oder nicht schön. Und der riecht mir einfach zu intensiv nach Weichspüler, nach Lenore. Viel zu sehr, viel zu intensiv leider. Ich habe ein ganz kleines Badezimmer. Ich würde wahrscheinlich umkommen, wenn ich den Duft da anmachen würde. Ich muss immer wieder gucken wegen meinen Haaren. Ich habe heute mal was anderes ausprobiert. Ja. Manchmal hat man ja so diese Phasen, wo man denkt, leck mich, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Und ja. Snuggable, zu intensiv für mich leider. Ich probiere ihn mal in der Küche aus, aber wenn dann nur einen halben. Dann haben wir Butterfly Meadows. Das sind wieder Schmetterlinge mit Glitzer. Zwei Stück.
Und der riecht nach. Also, da habe ich ja schon dran, vorhin, gestern schon mal dran gerochen. Für alle, die Grapevine and Oak oder Dune Grass von Yankee Candle, die Düfte mögen, für die könnte Butterfly Meadows was sein. Ich finde, es riecht nach nassem Rasen, nach nassem Wald. Moos, Matschepampe rieche ich. Also es ist so ein schöner grüner Duft. Also eigentlich müssten die Schmetterlinge grün sein anstatt gelb. Nebel. Also ich finde ihn sehr angenehm. Schöner Frühlingsduft oder auch für den Sommer. Dune Grass und Grapevine and Oak liebe ich ja. Und deswegen freue ich mich, einen entdeckt zu haben bei Annie's, der so in die Richtung geht. Und das ist Butterfly Meadows. Dann habe ich Sweet Treat. Das sind vier so eine Kringel, Kekskringel. Ich finde, die sehen aus wie Butterkekse. So Kranzkekse. Butterkränze oder wie die heißen. Und Sweet Treat riecht einfach nur süß. Nach Zucker und nach Erdbeeren und Sahne. Riecht richtig lecker. Würde man am liebsten, möchte man die essen. Wie so ein Bonbon lutschen oder so. Riechen wie so ein Sahnebonbon. Riechen wirklich sehr, sehr gut. So, dann haben wir hier Peach Lemonade. Das sind wieder die Tatzen. Da habe ich vor ein paar Tagen das Video von Julia gesehen, die auch Peach Lemonade bestellt hat, durch Zufall. Und die hat dran gerochen und meinte, sie riecht keinen Pfirsich. Und ich kann auch schon mal sagen, dass es mir genauso geht. Ich rieche auch keinen Pfirsich. Ich finde, es riecht so ein bisschen wie eine alte Mezzo-Mix oder eine alte Fanta. Ohne Kohlensäure, ohne alles. Aber Pfirsich ist hier wirklich auch nur wahrscheinlich einmal mit ein bisschen vorbeigegangen dran. Aber so wirklich wahrnehmen tut man es nicht. Trotz allem finde ich Peach Lemonade einen schön angenehmen Frühlings- bzw. Sommerduft. Muss ich trotzdem sagen. Ich finde ihn trotzdem schön, auch wenn er nicht nach Pfirsich riecht. Dann habe ich bestellt Fresh Pear, also die Friddelsche Birne. Das sind so eine giftgrünen Sterne. Der gefällt mir sehr gut. Der riecht ein bisschen noch prickelnder. Der riecht wie Ahoi Brause. Aber auch nicht nach Birne. Also muss ich ja ehrlich sagen. Aber er riecht trotzdem sehr gut. Ich bleibe andauernd mit den Lippen an dem Plastik hängen und habe ich überall ist denn hier der Lipgloss dran. So, nächster Duft. Lollipop Madness. Ja, riecht nach diesen alten Kirschlutschern. Ist aber ein dezenter Duft. Ein dezenter Duft, aber ein bisschen süß, ein bisschen frisch. Erinnert mich an Peach Lemonade. Finde ich, haben ziemliche Ähnlichkeit. Dann habe ich habe ja ein paar Lieblingsdüfte von Annie's. Unter anderem ja, Lemon Squares. Den liebe ich ja über alles. Der kam auch gestern Abend sehr gut an, als ich das Beutelchen mal habe rumgehen lassen in die Runden der Runde. Und dann habe ich noch einen anderen Lieblingsduft. Da muss ich die übrigen Tarts, die ich habe, die muss ich hier noch mit reinmachen in das Tütchen. Die muss ich hier noch mit reinmachen. Aber wahrscheinlich. Hier sind sie. Das kann ich ja gleich mal machen. Und zwar liebe ich noch Hot Pink Lime. Och, ich liebe den Duft. Weil ich liebe den Duft einfach, weil er riecht ein bisschen nach Grapefruit und nach Limette. Und der riecht super, super frisch. Ich muss jetzt die anderen, die übrig geblieben sind, noch von meiner ersten Bestellung, die zwei. Okay. Mache ich da jetzt noch mit rein. Weil wenn mir ein Duft gefällt, dann bin ich damit ganz geizig und mache den ganz selten an. Meistens nur, wenn ich mich selber belohnen möchte. Dann denke ich, jetzt gönnst du dir da mal was und jetzt machst du mal deinen Lieblingsduft an. Ja, Pink, Hot Pink Lime, Grapefruit, Limette, ganz super frisch und fruchtig und einfach perfekt für den Sommer oder für den Herbst. Wirklich einfach klasse. Mein absoluter Favorite Duft.
Dann habe ich ja in der letzten Bestellung den Affenpups bestellt, ja, Monkey Fart. Und jetzt habe ich den Mundgeruch bestellt, und zwar Monkey Breath. Und Monkey Fart habe ich an den Freund meiner Freundin verschenkt, weil der wohl Bananendüfte mag und er fand den ganz toll. Hat sich dann gefreut, als er Monkey Breath gesehen hat, also als ich gesagt habe, dass ich den habe und ich den rumgegeben habe. Aber wir waren alle gleich der Meinung, der Affenpups riecht besser als der Mundgeruch. Der Mundgeruch ist nicht so unsers, muss ich auch sagen, ist nicht so meins. Ich kann nicht beschreiben, wonach er riechen soll. Was steht denn auf den Herzen drauf? Love, love. Love, 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 love. Also, Monkey Breath, nicht so meins. Auch nicht so meins ist Heavenly Delight. Das sind so eine Herzchen. Auch nicht so meins. Weiß ich nicht. Ist kein besonderer Duft. Der riecht nicht schlecht, aber es ist nichts Außergewöhnliches. Ist so. Dann habe ich eine Probe bekommen. Die Probe ist aber richtig geil gewesen. Und zwar eine Probe von Busy Bee. Und zwar die Duftrichtung True Romance. Also wahre Romanze. Ich weiß immer noch nicht, wenn ich dran rieche. Erinnert mich an irgendwas von Weihnachten, aber ein saurer Apfel oder so. Apfelschale. Ich kann nicht sagen, wonach der riecht. Ich kann nur sagen, dass die Beschreibung bei Busy Bee auf Wohlfühlmomente mir nicht geholfen hat. Da steht eine ganze Menge, wonach das riechen soll, aber das rieche ich alles nicht. Er riecht richtig, richtig gut. Ich muss den auch unbedingt mal anmachen. Ich kann ja nicht alles heute anmachen, aber ich muss den auf jeden Fall mal anmachen, um zu gucken, ob der auch in echt so gut riecht und ob ich den dann mal bestelle. Dann habe ich Strawberry Shortcake. Das sind auch wieder diese Tatzen. Ich finde die schwarze Tatze so genial, weil wann hat man schon mal einen schwarzen Tart? Ich meine, ich weiß, es gibt jetzt bei Yankee Candle irgendeinen Kokosnussduft, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Black Coconut oder so, keine Ahnung. Der ist auch schwarz, der Tart, aber hier so finde ich das voll süß. Aua. Ja, Strawberry Shortcake riecht nach Erdbeeren mit Sahne. Und ein bisschen Mürbeteig. Mmh. Auch sehr lecker. Yummy, yummy, yummy. Dann haben die Buchling Janine und ich glaube auch die Julia davon geschwärmt, dass es mal bei bei Partylight mal einen Maulbeerenduft gibt. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich jetzt wieder völlig irre und es war wahrscheinlich Blaubeere oder Stachelbeere oder irgendwas. Mir war aber wie Maulbeere. Und dann habe ich gesehen, dass es bei den Mini-Melts, also eine Extra-Kategorie, ein Extra-Titel, dann links, den ihr in der Spalte findet, Mini-Melts, da findet ihr die Schneeballschlacht und Gewürzmaulbeere. Musste ich einfach mal bestellen, weil ich dachte, die schwärmen so davon. Wahrscheinlich war es gar nicht Maulbeere, weil ich habe immer so eine Wahrnehmungsstörungen irgendwie. Keine Ahnung. Ja, Gewürzmaulbeere habe ich auch schon einmal angehabt. Finde ich wirklich sehr, sehr lecker. Riecht ein kleines bisschen nach Zimt, aber ansonsten sehr beerig. Wird wahrscheinlich wie Maulbeere sein. Ich weiß nicht, wie Maulbeeren riechen, aber wahrscheinlich so, nur ohne Zimt. Zimt ist aber minimal und gefällt mir sehr gut. Also ich finde die Gewürzmaulbeere richtig gut. Dann haben wir so eine Engel, und zwar Ruby Red Grapefruit. Der riecht wirklich sehr zitruslastig durch die Grapefruit. Ne? Grapefruits sind ja nicht süß, sondern schon ein bisschen säuerlicher. Hat auch was von Blutorange hier. Aber ein schöner, frischer Duft. Allerdings muss ich dazu sagen, ein leichter Nachgeruch von Weichspüler. Dann habe ich noch eine Probe bekommen und zwar, Entschuldigung, tausendmal, Brown Sugar and Fig verursachte gestern leichte Fragezeichen über den Köpfen, also brauner Zucker und Feige. Und der riecht
Es ist 12? 12:30, ich muss los. Der riecht, ist der absolute Wahnsinn. Brown Sugar in Fig ist der absolute Wahnsinn. Oh, danke für die Probe. Dann weiß ich, was ich nächsten Monat bestelle. Also heb mir bitte, wenn du noch Brown Sugar in Fig hast, aber nicht mehr so viel, heb mir bitte dein Päckchen auf für nächsten Monat. Oh. Köstlich. Lecker, lecker, lecker. So, und der letzte. Fairy Cakes. Davon habe ich einen jetzt schon in der Küche angehabt. Riecht auch sein Weichspülerduft. Lenoir. Irgend so eine neue, schöne Lenoir-Sorte. Würde ich mir auch die Verpackung in der Farbe von diesem Tarts vorstellen. Mm. Riecht aber auch noch ein bisschen süß, zuckersahnemäßig. Aber ich finde, es hat trotz allem eine frische Wäschenote, die man aber, muss ich ehrlich zugeben, wenn der Tart an ist, nicht so bemerkt. Wenn ich zu weit weggehe von der Kamera, werde ich wieder blau. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist schlechte Licht und rosa Wohnzimmer verträgt die Kamera nicht. Aber in der Küche wäre es zu dunkel gewesen. Gut, das war meine aktuelle Annies-Bestellung. Was ich gut finde an den Annies, da habe ich auch gestern mit meiner Freundin drüber gesprochen. Die sind ja von den Düften her nicht so lang anhaltend wie Yankee Candle. Sie findet es ein bisschen schade, sie bedauert das. Ich bin da ganz froh drüber, weil sonst würden die Kartons ja nie leer werden. Ich meine, wenn man mal guckt, hier mein kleiner Karton, da ist ja schon nur noch mehr Verpackung drin als alles andere. Weil ich wirklich am Tag mindestens 2 in der Küche und 2 im Wohnzimmer abbrennen lasse. Weil wenn die dann kaum noch riechen, mag ich sie auch nicht anmachen. Also mache ich sie dann raus und mache dann einen neuen rein. So bin ich eben. Ich hab's ja. Ja, habe ich. Eigentlich nicht, aber egal. Gut, Kinders, ich muss jetzt los. Ich muss Umschläge und so weiter kaufen und ich muss zur Bankenkonto auszukohlen. Meine eBay-Geschichten sind ja ausgelaufen und ich muss die Sachen natürlich alle verschicken. Und es kam jetzt so plötzlich, dass die 7 Tage vorbei sind, dass ich keine Umschläge und nichts hier habe. Das heißt, ich muss los. Dann gucken, wer schon überwiesen hat. Dann hierher einpacken, beschriften und dann wieder los und abgeben. Wird ein stressiger Tag heute. So, aber was macht man nicht alles für ein paar Taler? Gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Entschuldigung, dass ich euch schon wieder genervt habe mit einem Video. Und lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns bald wieder. Wahrscheinlich zu dem Amazon-Päckchen, weil mit dem Buch brauche ich noch ein bisschen. Aber das seht ihr ja bei Goodreads, dass in den letzten 2 Tagen nicht viel passiert ist, was das Lesen angeht. Meine Hübschen, fühlt euch alle gedrückt von mir und ja, bis zum nächsten Mal.